Hallo, mein Name ist Dirk Schimierski. Ich bin freischaffender Künstler vom Beruf und mein derzeitiges Atelier ist in Bocholt. Der Schwerpunkt meiner künstlerischen Arbeit liegt momentan auf der Zeichnung. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Porträts und setze die in verschiedenen Techniken um. Zum Beispiel entweder als ganz normale Bleistiftzeichnung oder auch mit Kohle auf Leinwand oder auch mit Buntstift oder Pastell, was mir so gerade in die Hände kommt. Dabei setze ich die Porträts im sogenannten hyperrealistischen Stil um. Der Hyperrealismus unterscheidet sich für mich zum Fotorealismus dadurch, dass der Schwerpunkt nicht so sehr auf der Technik liegt, nicht so sehr auf Details und auch das Bestreben ist auch nicht so sehr danach, dass man eine Vorlage 1:1 umsetzt, sondern dass man die Vorlage so für sich umsetzt, dass vom Ausdruck her, von der Aussage her mehr rüberkommt. Und eine Vorlage für mich ist, also Vorlagen verwende ich mehr oder weniger ziemlich frei und konzentriere mich dabei nur auf die Umsetzung, aber zum, nicht als Selbstzweck, sondern zum Mittel. Als Mittel zum Zweck, so muss man sagen, genau. Der Hyperrealismus ist besonders beliebt in Amerika. Dadurch habe ich auch in Amerika die meiste Resonanz und auch mittlerweile die meisten Sammler meiner Kunst in Amerika. Und ja, hatten sich auch die eine oder andere Zeitschrift hat sich auch schon gemeldet und Interviews geführt und Artikel veröffentlicht.